Ja, meine Damen und Herren, liebe Delegierte, ich würde mal sagen, großen Respekt und Anerkennung für unseren Parteivorsitzenden, der nicht nur die früheste Rede auf einem Parteitag gehalten hat, sondern von der Entfernung auch sicherlich die weiteste. Liebe Delegierte, viele Grüße an Christian Lindner nochmal für diese tolle Performance und inhaltlich starke Rede. Und nicht, dass jemand auf die Idee kommt, wegen der Technik, es geht ja um die Inhalte der Rede und ich glaube, es ist sehr viel zum Ausdruck gekommen. Ja, wertes Präsidium, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, nach den Bestimmungen des Parteiengesetzes haben wir auf dem Bundesparteitag die Gelegenheit, zur Erörterung des Rechenschaftsberichtes der Gesamtpartei heute zu geben. Dabei geht es um den Gesamtbericht unserer Partei, den der Präsident des Deutschen Bundestages zuletzt veröffentlicht hat. Das ist der Rechenschaftsbericht für unsere Partei für das Jahr 2020. Dieser Bericht ist allen Delegierten mit den Tagungsunterlagen zugestellt und damit nach den Vorgaben des Parteiengesetzes vorgelegt worden. Im Sinne der Erörterung werde ich Ihnen zunächst einige zusammenfassende Erläuterungen zu diesem Gesamtbericht geben. Ich werde Ihnen später selbstverständlich auch Auskunft über die finanzielle Lage der Bundespartei bis zum heutigen Tage geben. Kommen wir aber zunächst zum Jahr 2020. Dieses Jahr können wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Gewissens als das für die Finanzen der Gesamtpartei bedeutsamste der letzten gut zwei Jahrzehnte unserer Partei bezeichnen. Denn es war nach so vielen Jahren das erste Mal, genau genommen seit 1998, dass alle Ebenen unserer Partei per Ultimo wieder ein positives Reinvermögen ausweisen konnten. Die Bundespartei schloss das Jahr 2020 mit einem positiven Reinvermögen von 1,959 Millionen Euro ab. Da die Landesverbände ihr Reinvermögen auf 5,678 Millionen Euro steigerten und auch die nachgeordneten Gliederungen erneut zulegten und ein positives Reinvermögen von 15,934 Millionen Euro ausweisen, steht unsere Partei mit einem Gesamtvermögen von 23.571.000 per 31.12.2020 so gut da wie zuletzt 1993. Bemerkenswert ist auch, dass alle unsere Landesverbände unter Einrechnung ihrer nachgeordneten Orts- und Kreisverbände positive Reinvermögen ausgewiesen haben. Ja, meine Damen und Herren, das war die Grundlage, dass unsere Partei im wichtigen Superwahljahr 2021 so gut gerüstet und aufgestellt war. Und dementsprechend war das natürlich auch Teil des Erfolgs. Die Gesamteinnahmen der Partei ohne die innerparteilichen Zuschüsse beliefen sich auf stattliche 36.934.000 Euro, denen Ausgaben von rund 31.734.000 Euro gegenüberstanden. Daraus erfolgt ein Gesamtüberschuss für das Jahr 2020 von rund 5,2 Millionen Euro. Das ist ein Spitzenergebnis. Soweit, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, meine zusammenfassende Erläuterung für das Jahr 2020. Bitte befassen Sie sich mit dem Gesamtbericht, der liegt ja auch vor. Und selbstverständlich steht die Schatzmeisterei für ergänzende Informationen soweit erforderlich zur Verfügung. Nachdem wir damit soweit in der Aussprache hierzu noch Stellungnahmen erfolgen, wir sind der gesetzlichen Frist nun nachgekommen und den Verpflichtungen, die uns auch auferlegt ist, komme ich nun zu dem Finanzergebnis und der Finanzlage der Bundespartei aktuell. Dazu folgende Anmerkung. Wir haben mit 10.469.450 Euro das höchste Spendenaufkommen in der Geschichte unserer Partei im letzten Jahr verzeichnen können. Wir haben deshalb mit 8.617.600 Euro den Bundestagswahlkampf und mit 1.913.000 Euro die Landtags- und Kommunalwahlen des Jahres 2021 unterstützen können. Hierzu war natürlich auch der Kampagnenfonds hilfreich,
der mit Zahlung der Gliederung in Höhe von 1.270.000 gefüllt wurde. Die Bundespartei hat diesen Fonds noch mal zusätzlich um rund 467.000 Euro aufgestockt. Beides, das enorme Spendenaufkommen wie auch die innerparteiliche Solidarität über den Kampagnenfonds, haben uns herausragende politische Kampagnen ermöglicht und waren insoweit auch grundlegend für unsere achtbaren politischen Erfolge. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, wir haben die erfreuliche Entwicklung unserer Einnahmen auch genutzt, um weitere Projekte finanziell voranzubringen. Wir haben ein durchgreifendes Digitalisierungsprojekt für die Gesamtpartei in Angriff genommen, für das wir zunächst 2 Millionen für einen Zeitraum von 3 Jahren bereitgestellt haben. Dieses Projekt wird letztlich je nach Ausgang des laufenden Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht entweder hälftig von den Landesverbänden und der Bundespartei getragen oder, falls die beklagte Anhebung der Obergrenze der staatlichen Teilfinanzierung keinen Bestand haben sollte, alleine von der Bundespartei finanziert. Wir profitieren davon alle. Zu dem Gerichtsverfahren, Sie wissen das, ich erinnere daran nochmals, das läuft bereits seit 2018, ist es so, sollten die Kläger gewinnen, wären erhebliche Teile der seitdem erhaltenen staatlichen Zuschüsse zurückzuzahlen. Auch für diesen Fall haben wir den kompletten streitigen Betrag in Höhe von rund 8.066.000 Euro zurückgestellt und kontenmäßig separiert. Es ist sozusagen bilanziell neutralisiert und es kann für uns, wenn die Klage für uns aus unserer Sicht erfolgreich sein sollte, nur positiv sein, weil das wäre ein schöner Sonderertrag, den wir gerne verbuchen wollen. Ja, und trotz dieser Rückstellung, meine Damen und Herren, haben wir im Superwahljahr 2021 einen Überschuss von 1.359.953 Euro abgeschlossen, also quasi sozusagen ein positives Bilanzbild nach dem Superwahl 2021. Erstmals, und das möchte ich auch erwähnen, haben wir übrigens bei der Spendenaktion, die sich an unsere eigenen Mitglieder richteten, sowohl die Landes- als auch die Kreisverbände mit jeweils 25% des Spendenaufkommens beteiligt. Hieraus haben 362 Gliederungen unserer Partei insgesamt rund 236.000 Euro erhalten. So, da muss man aber zur Ehrlichkeit auch sagen, das sollten wir nicht zur Regel machen, sondern hängt natürlich immer ab von der Finanzsituation der Partei. Im Jahr 2021 konnten wir uns das leisten. Es ist der persönliche Einsatz von uns allen, von Ihnen allen, dass alleine 6.368.000 Euro von natürlichen Personen gespendet wurden, von Persönlichkeiten mit Ihnen, die uns besonders politisches Vertrauen entgegenbringen und die natürlich neben den Großspendern auch sehr viele tausend Einzelpersonen darstellen, die uns mit ihren Zuwendungen natürlich ermuntern und verpflichten, eine gute Politik für unser Land zu machen. Es wurde ganz viel persönliche Ansprache geleistet, es wurden viele Gespräche geführt und eine große Anzahl von Veranstaltungen besucht. An alle, die daran mitgewirkt haben, meine Damen und Herren, herzliches Dankeschön. Ja, und liebe Delegierte, noch eine ganz wichtige Nachricht für Sie. Es ist uns vor wenigen Wochen noch etwas ganz Großes, Bedeutendes gelungen. Sie haben das vielleicht an der einen oder anderen Veröffentlichung auch mal lesen können. Wir hatten ja schwierige Jahre mit einigen wenigen Gesellschaftern, einer Immobiliengesellschaft, die wir gegründet haben, die unsere Bundesgeschäftsstelle in Berlin errichteten und gleichzeitig das Thomas-Dehler-Haus in Bonn auch bewirtschafteten. Über die Jahre sind die Interessen eines wesentlichen Mitgesellschaft und die anderen und unsere Interessen vor allem auseinandergelaufen. Das kann ja mal passieren. Es kam daher zu gesellschaftsinternen Konflikten und zu streitigen Auseinandersetzungen. Diese Konflikte konnten bereinigt werden. Inzwischen hält die Bundespartei knapp 90% der Anteile an der Gesellschaft und damit an den beiden für uns wichtigen Immobilien. Meine Damen und Herren, wir sind wieder Herr im eigenen Haus. Alles in allem, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, stehen wir, soweit ich das für die Bundespartei sagen kann, sehr solide da. Nach allem, was wir aus den Landesverbänden hören, ist auch dort die finanzielle Situation mehr als zufriedenstellend. Da, wo der Gürtel noch enger geschnallt ist, haben wir mit dem Kampagnenfonds ein ausgezeichnetes Instrument der innerparteilichen Solidarität.
Lassen Sie mich abschließend meines Berichtes für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 noch ein paar wichtige Danksagungen zum Ausdruck bringen. Allen voran unserem langjährigen Bundesschatzmeister Dr. Hermann Otto Solms, der sein Wort eingehalten hat, sehr solide Parteifinanzen im September 2020 an mich geordnet übergeben zu haben, mit einer positiven Vermögensbilanz und darüber hinaus mich auch in den letzten Monaten meiner Amtszeit tatkräftig begleitet hat und 2021 auch geholfen hat, dass dieses gute Spendenergebnis ermöglicht wurde. Lieber Herr Dr. Solms, vielen, vielen Dank. Ein echter Ehrenmann und zu Recht auch Ehrenvorsitzender unserer Partei. Lassen mich vor allem auch Danke sagen an unseren Parteivorsitzenden Christian Lindner, der wahrlich Überragendes geleistet hat. Neben seinem Rund-um-die-Uhr-Einsatz im Wahlkampf war er auch tatkräftig unterwegs bei vielen wichtigen Spendenveranstaltungen. Er hat gekämpft, er hat sich eingesetzt und ohne ihn wäre dieses außerordentliche positive Ergebnis auch nicht möglich gewesen. Nach Washington, lieber Christian, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem gesamten Team von Walter Eschweiler, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei Walter Eschweiler persönlich. Er ist, ich glaube, der längst amtierendste Bevollmächtigte der Schatzmeisterei. Er hat das länger gemacht als Hermann Otto Solms und von meiner kurzen Amtszeit gar nicht zu sprechen. Und er war mir eine starke Unterstützung, Hilfe, um das Amt ausführen zu können. Ganz persönlichen Dank, lieber Walter, für deine wirklich wertvolle Zeit und die tolle Hilfe. Danke. Ich bedanke mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Genscherhauses und vor allem dem Bundesgeschäftsführer Michael Zimmermann. Eine bessere Zusammenarbeit hätte ich mir nicht wünschen können. Vielen Dank, lieber Michael, und gute Besserung. Ja, und besonders möchte ich auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Julis ausdrücklich erwähnen, die ich gerne unterstützt habe, weil Jugendarbeit ist mir ja schon seit eh und je auch wichtig. Ich habe ja in meiner Amtszeit drei Juli-Vorsitzende erlebt, angefangen von Ria, dann kam Jens, jetzt ist Franziska da. Macht weiter so, kämpft für die liberalen Ideen. Euch gehört auch die Zukunft, aber vergesst nicht, auch der Rat der Älteren ist immer sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Und abschließend, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen allen, den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer unserer Partei, ohne die Wahlerfolge nicht möglich wären und ohne die auch solche tollen Ergebnisse, über die ich gerade berichtet habe, nicht möglich wären. Bitte alle an Sie, wo Sie hier sitzen, mein herzliches Dankeschön, überbringen Sie den Dank bitte auch in den Regionen. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen gemeinsam Politik zu machen. Danke. Soweit zu meinem Rechenschaftsbericht. Weil das heute für mich ein sehr besonderer Moment ist, erlauben Sie mir bitte noch ein paar wenige Worte, die mir aber persönlich wichtig sind. Weil, wie Sie ja wissen, übergebe ich mit dem heutigen Parteitag das Amt an einen Nachfolger. Das ist eine Entscheidung, die mir natürlich nicht einfach gefallen ist, weil nach 35 Jahren aktivem politischen Engagement ziehe ich heute einen Schlussstrich unter meiner parteipolitischen Arbeit. Ich bleibe Mitglied einer Partei, ich bleibe Mitglied meiner Partei, aber ich werde mich aus dem politischen Tagesgeschäft völlig zurückziehen. Diese Entscheidung habe ich sehr bewusst getroffen. Und das ist eine Entscheidung, die ich vor allem mit unserem Parteivorsitzenden bei der Übergabe oder Übernahme des Amtes auch damals schon umrissen hatte. Weil wenn wir uns zurückerinnern, war die Situation im März 2020 für uns alle keine einfache Situation. Im März 2020 lagen wir bei den Umfrageergebnissen um knapp 5%. Und es war alles andere als nicht absehbar, dass wir es schaffen, schon 15, 16, 17 Monate später Teil der Bundesregierung zu werden. Und meine Damen und Herren, ich habe mein gesamtes Leben gegen links gekämpft und ich habe mein ganzes Leben gegen rechts gekämpft. Und mir war es wichtig, mit meinem Parteiaustritt aus der SPD
mit einem klaren Bekenntnis zur liberalen Partei, mit meinem Einstieg 2020 zu helfen, dass wir gute Ergebnisse erreichen, mit vollem Einsatz, wie ich das damals gesagt habe, und vollem Vertrauen in der Zusammenarbeit. Das war mir wichtig. Und heute sehe ich, dass wir ja dadurch auch viele sehr erfolgreich waren. Wenn ich nach Westdeutschland gucke, die Linken autonomisieren sich ja mittlerweile. Ich hoffe, dass es mit der AfD irgendwann der Fall sein wird. Wir sind in der Bundesregierung, hätte besser nicht laufen können. Vielen, vielen Dank. Wir haben herausfordernde Zeiten, Christian Lindner hat das ja schon erwähnt. Und ich darf an der Stelle auch noch mal sagen, dass ich mir sehr wünsche, dass der vorgeschlagene, designierte Nachfolger Michael Link, der heute kandidieren wird, in der Folge als neuer Bundesschatzmeister von Ihnen volle Unterstützung bekommt. Ich kenne Michael lange. Er ist über 16 Jahre bereits Landesschatzmeister der FDP in Baden-Württemberg. Ich habe mir vorhin gerade noch zurufen lassen, er war das ja auch schon ganz früher bei den Julis. Das heißt, er hat eine ganz, ganz lange Erfahrung. Und ich kann nur sagen, er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit auf dem richtigen Platz. Und ich würde mir wünschen, dass Sie ihm heute Ihr Vertrauen geben mit einem ganz starken Ergebnis bei seiner Wahl. Michael, ich drücke dir die Daumen. Wenn ich Bundesdelegierter wäre, würde ich wählen. Und für mich stelle ich fest, es kommt nicht darauf an, wie lange man ein Amt ausführt, sondern was die Ergebnisse sind im Amt. Und für mich war es schlicht und ergreifend, und das war auch das Verständnis von Christian und mir, nicht mehr möglich, Unternehmer zu sein und gleichzeitig aufgrund der zugenommenen Komplexität Bundesschatzmeister einer Regierungspartei. Die Öffentlichkeit, die Medien differenzieren nicht. Es wird nicht unterschieden zwischen ehrenamtlichen Einsatz und Engagement und berufspolitischer, exekutiver Verantwortung und ist vor allem meine Verantwortung, alles dafür zu tun und die Weichen zu stellen, das Amt jetzt geordnet zu übergeben. Das will ich heute mit tun. Dieser Parteitag ist mein letzter Auftritt und ich habe noch einen letzten Appell. Wir haben dieses Jahr 3 Landtagswahlen vor uns. Der Stefan, der Bernd und Joachim. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich muss die Brille mal, wie er sitzt, also in der Reihenfolge, Joachim, Bernd und Stefan treten an. Und in den Landesverbänden Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Wahlen zu gewinnen und Teil der Regierung zu sein. Kämpft gemeinsam, haltet zusammen, unterstützt die beiden. Wir werden jede Stimme brauchen. Wir haben 4 starke Ministerinnen und Minister, mit Bettina, mit Christian, mit Volker und mit Marco, die jeden Tag in der Bundesregierung ihre Frau und ihren Mann stehen. Unterstützt sie, haltet zusammen, kämpft gemeinsam. Wir werden euch brauchen für eine starke liberale Handschrift in der Bundesregierung. Toi, toi, toi. Und abschließend an meinen Parteivorsitzenden, Freund Christian Lindner, noch einen Gruß nach Washington. Lieber Christian, wir waren schon Freunde, da war ich noch in einer anderen Partei. Die Freundschaft ist intensiver geworden, nachdem wir zusammengearbeitet haben in unserer Partei. Und wir werden Freunde bleiben, weil du bist ein Vorsitzender mit Sachverstand und mit Herz. Und auch für dich, toi, 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 für deine Arbeit. Und an Sie alle vor allem. Deutschland braucht uns. Deutschland braucht eine starke liberale Kraft. Kämpft für die gemeinsamen Interessen und für die Zukunft. Alles, alles Gute. Vielen Dank.